Margarete Schäffler ist Senior Researcher, also ich würde sagen eine fortgeschrittene Forscherin im Bereich Energie und Klimaschutz. Interessanterweise, wenn man weiterliest, liegt das jetzt nicht so auf der Hand. Sie hat ganz, ganz tolle Studien miterarbeitet. Die erste, die mir begegnet ist, waren die Verbesserung des Beitrags der gemeinsamen Agrarpolitik zum Klimaschutz in der EU. Also sie ist genau an den Themen dran, mit denen wir arbeiten. Wie kann ein Landwirtschaftssystem umgestrickt werden? Wie kann sich das mit Ernährungsanteilen verbinden? Genau, wenn man hier bei ihr durchguckt, dann geht es um Emissionen in der Landwirtschaft, Klimawirkung und Minderungspotenziale, Monitoring, Berichterstattung, genau, Klimaschutzszenarien und auch immer wieder ganz ausgesprochen Politikberatung, und zwar auf nationaler wie auf EU-Ebene. Sie ist wissenschaftliche Assistentin am Öko-Institut. Und Frau Schäffler, ich bin so froh und dankbar, dass Sie hier sind, dass Sie so viel Arbeit in diese ganze Woche gesteckt haben und uns so nach vorne katapultieren. Und würde jetzt Ihnen das Wort übergeben für Ihren Vortrag. 20 Minuten dürfen wir Ihnen jetzt zuhören. Und ja, ich weiß ja schon, dass das spannend wird. Einige haben es schon angeschaut. Legen Sie gerne los, Sie können Ihre Folien gern selbst teilen und alle Bürgerrätinnen würde ich bitten, Zettel und Stift parat zu haben, mitzuschreiben, damit wir später damit weitermachen können. Genau. Sieht man die richtige Folie? Man sieht den Modus, ja, gut. Also genau, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde und ein bisschen berichten kann, was quasi Ihre Empfehlungen für die Landwirtschaft oder für den Sektor bedeuten würden. Genau, wir waren ganz begeistert auch von den Empfehlungen des Bürgerrats, die Sie schon erarbeitet haben und denken, dass es wirklich ein ganz guter Beitrag sein auf dem Weg in die Klimaneutralität, wo wir uns hinbewegen müssen. Wir waren wirklich überrascht und auch sehr erfreut über die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, was sagt, bis 2045 müssen wir Klimaneutralität erreichen. Das heißt, nur noch 3% von Restemissionen können wir dann haben und die werden sich verteilen auf den Landwirtschaftssektor, aber auch auf den Abfallsektor und den Industriesektor. Und um klimaneutral zu werden, müssen wir aber das dann auch ausgleichen durch natürliche Senken in Böden oder auch in Wäldern. Genau, wir haben ja schon gehört oder man hört ja immer überall, die Restemissionen werden aus der Landwirtschaft kommen. Wir werden das nicht ganz vermeiden müssen können. Das haben wir auch in dem Film gerade gesehen. Ich habe das hier nochmal mit ein paar Zahlen unterlegt. Also wir haben bestimmte Bereiche in der Landwirtschaft, wo Emissionen herkommen, die wir gut vermeiden können, wo wir technische Maßnahmen haben. Das heißt, hier brauchen wir eine Menge an Investitionen, aber das können wir wirklich vermeiden und auch zu einem großen Anteil vermeiden. Das sind zum Beispiel die Energieemissionen. Ja, hier können wir Erneuerbare reinmachen, wir können Energieeffizienz machen, wir können Gülle vergären, wie auch gerade im Film schon angeklungen. Das heißt, hier haben wir einen Teil, den wir gut adressieren können, wo aber wirklich technische Investitionen dahinter stehen. Dann haben wir einen großen Teil an Emissionen, der durch den Stickstoffeinsatz, also durch die Aufbringung von Gülle auf die Pflanzen passiert. Hier haben wir auch ein Reduktionspotenzial, aber es ist nicht so groß, weil die Pflanze braucht immer den Stickstoff zum Wachsen. Aber wenn wir den besser ausnutzen, wenn wir Ökolandbau machen, also Produktionssysteme machen, die weniger Stickstoff brauchen, zum Beispiel auch Gehölze statt Mais anbauen, dann können wir auch in dem Bereich Minderungen erreichen, die ungefähr im Bereich von 40% liegen. Und dann haben wir den ganz großen Anteil an schwer vermeidbaren Emissionen. Und da haben wir zum einen die Verdauung von den Wiederkäuern. Hier können wir bisher, das haben wir noch keine Methanpille erfunden. Man kann über Fütterung ein bisschen regeln, aber so richtig runter kriegen wir diese Emissionen nicht. Das heißt, runter bekommen wir sie nur, wenn wir auch über eine Reduktion von Tierbeständen reden. Und dann haben wir den großen Anteil an Emissionen, der durch die landwirtschaftliche Flächennutzung passiert und vor allem auf den Moorböden. Das heißt, hier habe ich einen Kohlenstoffaustrag aus den Moorböden, dadurch, dass Luft rankommt, Sauerstoff rankommt. Und das sind Flächen, die die Landwirtschaft bewirtschaftet. Das heißt, in der Summe haben wir einen großen Anteil an schwer vermeidbaren Emissionen, wo wir nicht runterkommen, wenn wir nicht unsere Bewirtschaftung ändern werden.
Wenn man hier mal anguckt, wie weit man denn damit kommen würde, ja, ich habe hier mal diesen roten Balken aufgetragen oder das so den roten Strich, das ist quasi das Ziel des Klimaschutzgesetzes für 2045. Und wenn wir hier nur bei der Landwirtschaft gucken, mit 70 Millionen Tonnen heute, dann sehen wir hier technisch können wir vielleicht 17 Millionen Tonnen reduzieren. Durch Stickstoff können wir vielleicht 7 Millionen Tonnen reduzieren. Für den Bereich haben wir auch tatsächlich schon Instrumente zur Verfügung. Wir haben eine Düngeverordnung. Wir reden über eine Stoffstrombilanzverordnung. Wir haben die Güllevergärung oder erneuerbare Energien. Das heißt, wenn wir hier quasi die Instrumente, die wir zur Verfügung haben, anschärfen und auch noch mehr Gelder zur Verfügung stellen, dann schaffen wir es tatsächlich, hier Emissionen zu reduzieren. Aber dann haben wir immer noch diesen großen Balken hier mit 46 Millionen Tonnen. Das heißt, das liegt immer noch fast 10 Millionen Tonnen über dem Ziel des Klimaschutzgesetzes. Und das Ziel des Klimaschutzgesetzes beinhaltet aber auch noch die Emissionen aus der Industrie und dem Abfallsektor. Das heißt, wenn wir nur so weit gehen, kommen wir auf jeden Fall nicht ans Ziel. Und das heißt, der große Baustein, über den wir jetzt auch gerade hier in den Empfehlungen des Bürgerrats reden, ist die Reduktion der Tierbestände, weil nur so kommen wir ans Ziel. Und das ist auch ganz entscheidend, wenn wir die hohen Emissionen hier aus den Flächen adressieren wollen, weil nur wenn da keine Kühe mehr draufstehen, dann werden die Flächen auch frei, damit wir sie wieder vernässen können. Das ganz große Problem ist natürlich, dass wir bis jetzt die Instrumente fehlen, um sowohl das auf der Produktionsseite als auch auf der Nachfrageseite anzuschieben. Aber neben den Emissionen, die aus der Landwirtschaft kommen und auch neben dem, dass auch immer auch 2050 oder 40, je nachdem, wann wir die Klimaneutralität erreichen wollen, da noch Restemissionen entstehen werden, ist die Landwirtschaft auch ganz, ganz entscheidend für die Erreichung der Klimaneutralität, weil sie stellt Rohstoffe zur Verfügung, die andere Sektoren, wie zum Beispiel der Gebäudesektor oder der Industriesektor, brauchen, um klimaneutral zu werden. Das ist die stoffliche Biomasse. Sie stellt aber auch energetische Biomasse zur Verfügung, die die Energiewirtschaft, aber auch die Gebäude und alle der Verkehrssektor bisher auf jeden Fall noch nutzen. Auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft ja mit der größte Flächenbewirtschafter. Ungefähr 50% der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Das heißt, wenn wir noch mehr Solar ausbauen wollen, noch mehr Windflächen brauchen, dann wird auch das auf landwirtschaftlichen Flächen stattfinden müssen. Und da kann die Landwirtschaft auch einen großen Beitrag leisten. Und zu guter Letzt haben wir natürlich die Kohlenstoffsenken in den Böden und in der Biomasse, die auf den Flächen der Landwirtschaft stattfinden und die wir brauchen, um dann die Restemissionen auszugleichen. Wenn wir einen Schritt machen und gucken, wie ist denn die Flächenbelegung heute überhaupt in der Landwirtschaft, dann sehen wir haben 16 Millionen Hektar, fast 17 Millionen Hektar insgesamt. Und der Großteil, fast 10 Millionen Hektar davon, geht in die Tierhaltung. Also das sind alles Futterpflanzen, die wir brauchen, um unsere Tiere zu ernähren. Ein Teil davon ist Grünland, aber ein großer Teil ist auch Ackerland. Wenn wir dagegen stellen, was wir bisher für die pflanzliche Ernährung nutzen, und das sind auch schon Flächen, die für den Export von Getreide und so weiter zur Verfügung stehen, dann ist es natürlich im Verhältnis zu dem, was wir an Futterpflanzen haben, wesentlich geringer. Und was wir uns auch immer noch leisten, ist der Anbau von Energiepflanzen. Das heißt, wir bauen Mais auf den begrenzten Flächen an, die wir haben für unsere Ernährung, um den dann in die Biogasanlage zu tun und daraus Energie zu machen. Wenn wir angucken, hier unten die stillgelegte Fläche, die für Artenschutz und Biodiversität auch zur Verfügung steht, ist nur ein ganz kleiner Anteil. Und wenn wir dann angucken, hier nur als kleines Beispiel, was für neue Flächenansprüche dazukommen, dann ist es vor allem die Moorfläche mit 1,3 Millionen Hektar, aber natürlich auch Fläche für Biodiversität oder Solaranlagen und Windkraft. Und diese Flächen müssen wir irgendwo hernehmen und wir müssen sie hier oben abschneiden, weil mehr Flächen kriegen wir nicht für die Landwirtschaft. Und da ist natürlich die Frage, wo wir das tun. Und in dem Moment, wo wir unsere Tierbestände reduzieren, kriegen wir auch die Flächen hier mit den Futterpflanzen runter.
Wenn wir dann nochmal eintauchen in die großen Bausteine, wo wir die Emissionen reduzieren können, dann haben wir einmal den Stickstoff, einmal die Tierbestände und einmal die Moore. Und hier sehen wir ganz klar, dass es regional dringenden Handlungsbedarf gibt. Ja, also das ist wirklich deutschlandweit ganz unterschiedlich verteilt, was passieren muss. Und wir sehen vor allem hier eine ganz große Konzentration im Nordwesten Niedersachsens. Das ist zum einen historisch bedingt, also ich habe hier oben quasi viele Niederschläge, viel Grünland, das heißt, hier stehen auch die Milchkühe und die Rinder. Auf der anderen Seite habe ich hier aber auch die Häfen, das heißt, der Transport von Importfutter zu den Betrieben ist hier natürlich sehr, sehr kurz. Und das hat dazu geführt, dass vor allem die Geflügel- und die Schweineproduktion sich hier oben auch noch angesiedelt hat, ja. Und damit habe ich quasi neben den Grünländern und den Rindern, die hier stehen, auch noch Geflügel- und Schweineproduktion hier oben. Und das führt dazu, dass ich ganz, ganz große Probleme in Bezug auf Stickstoff habe. Genau, und dummerweise sind hier auch noch die Moorflächen. Das heißt, das kommt alles zusammen und wird in erster Linie auch diese Region hier treffen. Und wenn man sich sonst anguckt, wo die Tierbestände stehen, dann sehen wir ganz doll hier im Osten gab es einen großen Strukturwandel nach der Wende. Hier wurden viele Tierbestände abgebaut. Und ansonsten sehen wir eine geringe Tierbestandsdichte eigentlich nur noch in den Mittelgebirgen. Ja? Und ansonsten ist es relativ, ist es hier konzentriert und sonst hier verteilt. Gut, dann komme ich schon zu Ihrer ersten Empfehlung des Bürgerrats, Reduktion der Emissionen aus der Tierhaltung durch Flächenbindung. Das ist eine ganz, ganz zentrale Empfehlung, auch wenn wir andere Umweltziele erreichen wollen. Aber man muss sich natürlich in den Kopf machen, wo findet es statt und wie findet es statt. Ja? Und wenn man jetzt wieder geht nach diesen drei Punkten, dann kann man als erstes sagen, als erstes müssen die Tiere auf den Mooren runter. Ja? Weil wir haben ja gesehen, wie hoch die Emissionen da sind. Wenn wir die nicht runterbekommen, dann können wir diese Flächen auch nicht nutzen für eine Wiedervernässung und dann bleiben wir bei den hohen Emissionen. Der zweite große Punkt ist, die Stickstoffemissionen zu reduzieren. Hier haben wir Vertragsverletzungsverfahren laufen von der EU, weil wir uns nicht gut darum gekümmert haben. Hier haben wir ganz viele Wasserrahmenrichtlinien, ganz viele EU-Vorschriften wie Wasserrahmenrichtlinie, Nitratrichtlinie, Luftreinhalterichtlinie, die auch auf diesen Stickstoffbereich abziehen. Und wenn man sich mal anguckt, was wäre denn ungefähr die Grenze, die man quasi als Umweltsicht fassen könnte, was wäre nötig, dann sieht man, ist der Vorschlag zu sagen, ungefähr eine Kuh pro Hektar wäre das, was aus Stickstoffsicht gut von den Pflanzen aufgenommen werden kann, wenn das als organischer Stickstoff anfällt. Man redet da von Großvieheinheiten und das entspricht einer Kuh oder 9 Schweinen oder 250 Geflügeln. Und der dritte entscheidende Punkt ist die Grünlandbindung für die Wiederkäuer. Wir haben ja gesehen oben, dass ein Teil der Fläche natürlich Grünland ist und die von den Wiederkäuern genutzt werden kann. Auch hier gibt es ungefähr Werte, was verträglich ist oder was ein guter Umweltwert ist. Das sind auch die Werte ungefähr 0,3 bis 1,4 Hektar. Die werden gerade im Rahmen von Agrarumweltprogrammen gefördert. Aber wir sehen auch, dass regional mehr als 9 Kühe pro Hektar stehen. Und die stehen auch im meisten Fall hier oben bei den Mooren. Genau, das Ganze können wir jetzt natürlich, die Tierbestände haben wir in ein Zielbild aus Umweltsicht, wo wir sagen, eine halbe Kuh bis eine Kuh sollte pro Hektar ungefähr stehen bleiben. Das heißt, das können wir auch ganz gut auf eine Landkreisebene theoretisch übersetzen und sagen, wenn wir die Tiere hier so lassen, wie wir sind, dann könnten wir hier überall die Tiere reduzieren, dass wir nur noch 0,5 Tiere pro Hektar haben. Ja? Und damit würden wir ungefähr 45% der Tierbestände adressieren, die wir dadurch abbauen könnten. Aber natürlich wird es viel persönlicher, wenn wir auf eine Betriebsebene gehen, ja? Weil auch hier sehen wir, dass nur 25% der Tiere in Betrieben stehen auf unter einer Kuh pro Hektar und alle anderen Flächen, alle anderen Tiere quasi in Betriebe stehen, wo wesentlich mehr Tiere auf dem Hektar zu finden sind. Und aber in dem Moment natürlich
reden wir über Betriebe, wir reden über Investitionen, wir reden über Familientradition und wir reden auch über Leidenschaft und aber auch Besitzrechte, ja, wenn wir hier sagen, das muss jetzt hier alles weg. Und dann fehlt hier natürlich bisher die gute Vorbereitung, um das anzustoßen. Genau, und hier wird es wirklich wichtig sein, einen klugen Weg zu finden, wie wir da alle mitnehmen. Genau, und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch noch die Diskussion über die räumliche Verteilung der Tiere. Ja, also wo wollen wir die Tiere stehen haben? Haben wir sie noch in Regionen, wo viel Niederschläge und viel Grünland ist? Oder sagen wir irgendwie, verteilen es gleichmäßig über die ganze Fläche, ja? Und in Brandenburg ist es vielleicht schwierig, mit Klimawandel noch eine Kuh pro Hektar zu füttern. Aber das würde natürlich dann auch heißen, vielleicht muss man dann nach Schleswig-Holstein oder nach Bayern fahren, um noch eine Kuh zu sehen. Also bei so geringen Tierbeständen muss man sich das wirklich ganz gut überlegen, wie soll das aussehen, unser Landschaftsbild. Genau, und wenn wir dann noch tiefer gehen und in Ihre Empfehlung gucken, hier zum Beispiel die Empfehlung der Subventionierung nur noch in nachhaltige Produktion, da haben natürlich hier alle diese Agrarzahlungen im Kopf, ja? Also die Direktzahlungen in Höhe von fast 5 Milliarden Euro pro Jahr, die direkt in die Betriebe fließen und pro Hektar gezahlt werden. Ein ganz großer Teil davon fließt ohne Verpflichtung, also man kriegt das nur, weil man einen Hektar Fläche hat. Genau, und das ist natürlich eine Höhe, die stark in die Diskussion gekommen ist. Aber wenn man dann doch nochmal den Schluss sieht und guckt, was trägt die denn eigentlich bei am Einkommen von den Betrieben, ja, dann sehen wir, dass natürlich je nach Betrieb hier Acker- und Futterbau sind traditionell Betriebe, die auch viel Fläche bewirtschaften, dass der Anteil dieser 5 Milliarden am Einkommen wirklich, wirklich hoch ist. Ja? Hier hinten in den Veredelungsbetrieben, wo es quasi um Schweineproduktion und Geflügelproduktion geht, ist der Anteil nicht so hoch. Einfach auch, weil das Betriebe sind, die flächenlos wirtschaften und mit Importfutter auskommen. Genau, und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, zumindest hier vorne, dass die Landwirte sich ja keine goldene Nase verdienen. Ja? Also wenn wir quasi dieses Geld hier einfach streichen, dann fehlt hier ein ganz großer Teil an Einkommen und dann sind vielleicht auch weniger Menschen bereit, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Das heißt, wenn wir über die Subventionierung von nachhaltigen Produktionen nachdenken, müssen wir zusehen, dass die auch hoch genug ist und dass die Umweltleistungen einkommenswirksam sind. Genau, damit komme ich zur zweiten und dritten Empfehlung, wo die Warenkosten oder die umweltfreundlichen Produkte billiger machen. Da ist die Frage, wo stehen wir heute? Und hier will ich einfach nur mal kurz auf den Ist-Stand hinweisen. Ja? Das sind jetzt quasi hier alles Zahlen, die ohne diese Agrarförderung gerechnet wurden. Die kommen quasi noch oben drauf. Aber hier sehen Sie für die verschiedenen Produktionssysteme einmal diese Zahlen auf der rechten Seite, wie viel Geld der Landwirt erhält dafür, dass er einen Liter Milch verkauft oder einen Kilo Rindfleisch. Und auf der anderen Seite sehen Sie hier, was der Landwirt quasi pro Tier, das in seinem Betrieb steht, verdient oder halt nicht verdient. Ja? Und da sehen wir hier, bei den meisten Produktionssystemen steht hier erstmal ein Minus davor und eine rote Zahl. Das heißt, die Preise, die der Landwirt erhält für das Produkt, was er erzeugt, reichen nicht dafür aus, um diese Kosten zu decken, die der Landwirt hat. Genau, und das Interessante ist aber, dass es sowohl im konventionellen Betrieb stattfindet, als auch im Ökobereich. Ja? Also auch in den ökologischen Betrieben kann zu den Erzeugerpreisen, auch wenn sie teilweise fast doppelt so hoch sind wie das, was der konventionelle Landwirt erhält, nicht kostendeckend produziert werden. Und ich glaube, das muss man im Kopf haben, wenn man auch quasi noch über einen zusätzlichen Aufschlag über Warepreise redet, ist, dass erstmal eine kostendeckende Produktionskosten schon viel, viel höher sind als das, was wir quasi jetzt bezahlen. Und das heißt aber auch, wir brauchen neue Finanzierungsmechanismen, um diese Kosten irgendwie, um das zu ermöglichen, dass eine kostendeckende Produktion möglich ist.
Genau, da kommen wir dann auch schon auf die nächste Bürgerratsempfehlung, umweltfreundliche Produkte günstiger machen, Steuern auf umweltschädliche Produkte anheben. Das ist natürlich ein Finanzierungsmechanismus, den wir auch nutzen können, weil damit nehmen wir natürlich Gelder ein, die wir auch wieder umverteilen können. Und da gibt es zum Beispiel den Vorschlag einer CO2-Bepreisung oder einer Treibhausgasbepreisung für Lebensmittel. Die kann sicherlich auch in Kombination mit einer Klimaampel, mit einem Labeling erfolgen. Es gibt den Vorschlag der Mehrwertsteuererhöhung auf tierische Produkte. Und das heißt, das beides sind Instrumente, womit ich einmal eine Konsumsteuerung hinkriege, dadurch, dass die Produkte teurer werden, aber natürlich auch zusätzliche Finanzierung habe, um die ganze Umstrukturierung in der Landwirtschaft zu nutzen. Genau, das Ganze wird aber teuer für den Verbraucher auch, wenn wir uns das gerade angeguckt haben, was eigentlich notwendig wäre. Und die Frage ist natürlich, wie können wir das abfedern? Ja, jetzt ist ja gerade gestern in den Nachrichten, kam dann die Diskussion wieder auf für eine Mobilitätsprämie. Hier ist der Vorschlag vom Wissenschaftlichen Beirat für eine Nachhaltigkeitsprämie. Man kann aber auch weiterdenken und die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte reduzieren. Damit wird für den Verbraucher auch das Einkaufen billiger. Und wenn man hier nochmal ganz kurz reinguckt und sagt, was würde das denn bedeuten? Hier habe ich mal aufgeschlüsselt quasi verschiedene Produkte. Milchprodukte, einmal die Kosten und hier in grün sehen Sie quasi, was an Treibhausgasen mit dem Produkt verbunden ist. Da sieht man quasi, Butter ist fast 20 Mal so hoch wie die Milch, einfach aus dem Grund auch, weil ich für ein Kilo Butter 20 Liter Milch brauche, um das zu produzieren. Ja? Und wenn wir dann hier gucken auf die Mehrwertsteuer, was würde 19% an Aufschlag bedeuten? Das sind hier die roten Balken. Dann sehen wir, dass das der Unterschied zwischen Joghurt und Butter gar nicht so groß ist. Ja? Also das heißt, wenn wir wirklich den Konsum dahin steuern wollen, dann macht es vielleicht Sinn, wirklich mehr über diese Treibhausgasabgabe nachzudenken. Hier liegt jetzt ein ganz hoher CO2-Preis dahinter. Aber da sehen wir quasi, dass das Produkt, die Butter, die auch wirklich viele Treibhausgase pro Produkt hat, dann auch wirklich entsprechend teurer wäre. Aber wie gesagt, eine soziale Abfederung ist dann natürlich entscheidend oder es ist wirklich als Lenkungsinstrument gedacht, dass wir aus dem Konsum von den tierischen Produkten wirklich stark aussteigen, weil wir sehen hier, wenn wir das als Kombination machen, Mehrwertsteuer und noch einen CO2-Preis, dann ist es fast eine Verdopplung des Preises. Genau, das heißt, wenn man ganz kurz nochmal zusammenfasst, wir haben die Krise gehabt, also wir haben die billigen Lebensmittel in den Supermärkten, wir haben die Umweltprobleme in der Landwirtschaft, wir haben die Kritik gehabt, also wir sehen die Bauern auf den Straßen, die für höhere Erzeugungspreise protestieren, die mehr Anerkennung haben wollen. Wir haben Volksbegehren zum Insektenschutz gehabt. Das heißt, da ist viel Bewegung drin und wir brauchen die richtige Gestaltung. Und ich glaube, da ist der Bürgerrat gerade genau richtig dazu. Und wenn wir hier nochmal gucken, das ist auch die Bürgerratsempfehlung, ein Landwirtschaftsgesetz, ein transparentes Lebensmittelgesetz, also den großen Wurf, wie kriegen wir beides zusammen, Verbraucher- und Erzeugerseite, wie kriegen wir Umweltleistung honoriert, ohne dass das für den einzelnen Verbraucher total teurer wird und wie kriegen wir das hin, dass die Mittel nicht irgendwann alle sind und man dann den, der jetzt Tierwohl oder Klimaschutz gemacht hat, im nächsten Jahr nicht mehr finanzieren kann. Und da ist es immer auch gut, über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, wie haben andere Sektoren das gemacht, die zum Beispiel schon eine Energiewende eingeleitet haben, wo wir mittendrin sind. Auch deshalb mittendrin, weil wir das Ganze schon seit 40 Jahren diskutieren. Ja? Im Landwirtschaftssektor fangen wir erst an. Aber wir haben gesehen, dass bei der Energiewende zum Beispiel das Erneuerbare Energiengesetz ganz entscheidend war, das EEG uns dazu beigetragen hat, dass wir 50% mehr Erneuerbare haben. Und die Frage ist natürlich, können wir nicht auch einen EEG für die Landwirtschaft entwickeln, auch wenn es wesentlich komplexer ist. Aber wenn wir sagen, wir machen eine Umlage auf alle Produkte, die von allen Kunden getragen werden, dann wird es vielleicht nicht für alle so teuer. Und wir machen das, indem wir langfristig feste Vergütung zahlen an die Landwirte. Und vielleicht machen wir es sogar, indem wir eine Abnahmegarantie für regionale und saisonale Produkte hinbekommen. Genau, und ich glaube, Sie sind da auf einem guten Weg, um da auch gute Lösungen zu finden. Vielen Dank.